Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei OPM, herzlich willkommen zurück bei So Long Dark und bei Julia. Ja, wir haben uns hier ins Haus geschleppt und ich sehe schon, ja, wir sind etwas müde, uns ist kalt und wir haben ein klein bisschen Hunger. Und wir haben natürlich wieder einen Frosch im Hals, gerade rechtzeitig, wie es sich gehört, und wir haben 32 Kolben gesammelt. Ja, das ist aber was. Da kann man doch mal sagen, jawohl, ne? Ja, also wie gesagt, wir brauchen hier nicht groß verweilen. Natürlich verbringen wir hier noch die Nacht. Und deswegen esse ich auch ein paar Kolben mehr. Na klar. Ist ja klar. So. Ich weiß gar nicht, wie viele hatten wir denn jetzt? Ist egal. Wir schauen mal. 27. So, wir haben ein bisschen passt noch. Ein bisschen satt sind wir. Ja. Wasser müssen wir trinken. Wir müssen schlafen. Der Tag geht eh zu Ende. Wir haben noch Reservewasser hier stehen, ja. Ja, wir wollten weiterziehen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir wieder zur Dingensstraße gehen, ne? Da, wo die Tanke ist, oder ob wir ins idyllische Tal rübergehen. Da müssen wir dann natürlich durch den Damm. Und das ist unser nächster Ziel. Unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall wieder die drei Wohnwagen, wo dieses Holzfällerlager ist, wo die ganzen abgekippten Bäume sind, und da einmal gucken, was da so los ist, und dann wollte ich weitergehen wieder Richtung Damm. Habe ich bessere Stiefel als die? Ist das so? Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Oh, ja, ich habe bessere Stiefel als die, ja, mein lieber Mann. Guck mal, wir brauchen nur eine dicke Jacke und so, aber so... So schlecht stehen wir ja gar nicht da im Augenblick. Naja, gut, wir könnten noch eine dicke Wollunterhose und... Ja, ein bisschen wenig Essen haben wir, ich weiß. Aber ansonsten... Guck mal, hier haben wir auch noch Zeug drin. Was haben wir denn hier reingepackt? Wir haben hier noch Licht. Lampenöl haben wir hier noch reingepackt. Das ist ja super. Wir haben gar keine Lampe, ne? Haben wir eine Lampe? Mein Gott, ich bin gar nicht am Laufenden gerade. Wir haben noch Nähsätze. Ja, die brauchen wir unbedingt. Da lassen wir mal welche von hier auf jeden Fall. Hier von den Dosen können wir auch eine hier lassen. Den Wetzstein können wir auch hier lassen. Wir haben ja noch gar nichts. Also von daher. Und wir kommen ja wieder hier hin. Das ist ja nicht die Frage. Ne? Solange wir das überleben, kommen wir ja wieder hier hin. Das auf jeden Fall. Aber das Petroleum würde ich schon gerne mitnehmen. Dass man da nicht... Ne? Man kann es nur ganz mitnehmen. Das ist ja nicht wie beim Wasser, dass man sagt, hier, ich will 2 Liter oder so. Das wär doch sehr schön. Aber nein, das geht nicht. So, haben wir hier auch noch was drin. Das ist leer. Das ist auch leer. Das scheint das einzige zu sein, wo ich was reingepackt habe. Hoffe ich. Naja, wie immer sei. Wir sind eh total furchtbar müde. Das heißt, wir essen jetzt noch einen Happen. Hier, komm hier. 63%, 89%, ist egal. Wir können noch Tee kochen. Ja, aber wir haben hier Tee. Das ist doch Tee, oder? Kräutertee, genau, da haben wir doch 3 gekocht. Kaffee haben wir noch nicht gefunden. Können wir also immer noch machen. So, wir trinken uns jetzt satt und dann werden wir erstmal pennen. Erstmal die Nacht durchschlafen und dann werden wir den nächsten Tag einen Kochpot nehmen. Den muss ich unbedingt mitnehmen, den habe ich nicht vergessen. Den nehme ich jetzt schon mal. Den nehme ich schon mal, damit ich den nicht vergesse. So, dafür kann ich dann hier so eine alte Dose hier draufstellen. Komm her. Ja, bitteschön. Ne? Und eine Dose habe ich noch, die kann ich dann auch ablegen. Wegen für Gewicht sparen. Hier, da, ablegen. Ich habe einen Kochpott, das ist besser. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schlafen. Ja, Wasser haben wir, Kalorien haben wir. Warm ist uns auch einigermaßen, da die Nacht kommt. Wir schlafen einfach 10 Stunden, Wasser ist ja voll. So, mal gucken, wie lange wir schlafen können. Wir sind sehr ausgelaugt, also durchaus möglich, dass wir das sogar schaffen, 10 Stunden durchzupennen. So, gespeichert und wir haben 3 Tage, 16 Stunden überlebt. Das ist ja super. Und wir sind noch nicht ganz ausgeruht. Da geht noch was. Dann trinken wir noch mal Wasser. Wir haben ja noch unten Wasser. Also Wasser brauchen wir nicht sparen. Dann nehmen wir einfach noch 1 Liter unten mit und fertig. Dann haben wir noch so eine Tüte Chips mit Tomatensuppe. Habe ich gar nicht gesehen. Die müssen wir noch kochen, bevor wir die essen. Egal. So, jetzt... schlafen wir einfach noch den Rest, wenn es geht. So, jetzt sind wir ganz voll. Wunderbar.
Die Sonne geht auf, wir können noch eine Stunde warten. Und dann hoffe ich, dass das Wetter mitspielt, damit wir losgehen können. Das ist immer noch dunkel hier. Hallo? Das sollte doch schon. Guck mal hier, guck mal, wo die Sonne ist. Hallo? Da könnte doch ruhig. Aber wir warten noch eine Stunde, komm. Jetzt muss aber hell werden, Freunde. So, na, die Kalorien sind schon wieder rot runter. Das ist ja super. Das hat ja super geklappt. Dann essen wir noch einen Happen. Wir können auch hungern. Aber nee, wir hungern nicht. Wir gehen jetzt raus und wir müssen ganz schöne Stückchen draußen laufen. Und dann essen wir halt drei Kolben, was soll's. Na, wer weiß, wo wir uns noch verstecken müssen und alles. So, wir haben 28 Kilo. Dann gucken wir mal. Und dann Schlafsack. Wir haben noch einen Schlafsack, oder? Da, 80% hat der, okay. Was ist mit Kleidung? Hier, das ist Kleidung. Die könnte man einfach hier lassen. Die, da könnte man einfach Dinge draus machen. 97%. Den lassen wir auch hier. Und da können wir einfach ein Leder rausmachen. Den können wir einfach zerreißen. Machen wir noch eben. Komm, so viel Zeit muss sein. Zerreißen wir hier Aktion. Zack. Zerlegen. Zack. Wenn wir mal die Schuhe reparieren müssen, dass wir wenigstens ein Leder haben. So. Ja, da sieht ja ganz gut aus. Ja, jetzt hat Lampenöl. Ich nehme es mal mit. Ah, ich nehme jetzt mit. Ich habe ja auch keine Lampe. Ich habe ja auch gar keine Lampe. Ach komm, ich lasse es hier. Mein Gott, echt? Bist du sicher? Was ist denn mit Medikamente? Schmerztabletten? Ah, ja, komm, die nehme ich noch mal mit. Und ich habe 27 Kilo. Das heißt, ich kann wirklich gut laufen. Das ist ja auch viel wert. Ja, wir gehen raus. Wir gucken mal, wie das Wetter ist. Wir gucken einfach mal, wie das Wetter ist. Ein Wasser nehmen wir noch mit. Ein Wasser nehmen wir noch mit. So, und dann, ich bin nicht in die Hocke gegangen, aber, ne? So, dann schlagen wir uns mal durch zu den Waggons. Und, was sagt das? Minus 10 Grad ist noch früh. Kein Wolf, also nicht die Waggons da, sondern die da. Das heißt, wir gehen hier jetzt in den Berg. Und dann schauen wir mal, ob da die Wölfe bei diesen drei Waggons sind oder zwei sind das, glaube ich, nur, ne? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gucken wir mal, ob wir da Ruhe haben, dass wir da noch eben looten können, weil da waren wir noch nicht. Und dann gehen wir weiter um die Ecke. Da sind die drei Wohnwagen, Wohnwegens. Genau, von die Holzfällers, die drei Wohnwegens. Und da, hier bin ich, glaube ich, nicht so toll, oder? Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich oben rumlaufen. Dann sollte ich das auch tun, wenn ich das wollte. Das macht sehr viel mehr Sinn. Da kann ich nämlich von hier oben sehen, ob da die Wölfe sind. Gell? Das macht schon Sinn. Auf jeden Fall. Ja, doch schon sehr hoch. Ach komm, ey. Nee, ein tiefer bitte. Ein bisschen tiefer. Nicht verstauchen, bitte. Nicht die Knochen brechen jetzt hier. Weil er zu steil runter geht. Komm, ich laufe auch parallel ein bisschen. So. Sieht schon ganz gut aus, gell? Ja, bin ich auch. So. Dann schauen wir mal hier, wie es hier aussieht. Von hier aus sieht man noch nichts. Dann gehen wir noch einen weiter. Na gut. Dann gehen wir noch einen weiter, einen weiter, einen weiter. Das ist so gefährlich, hier so an der Schräge zu laufen. Mann, 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 Mann. So. Hier schon was zu sehen. Da ist der Waggon. Wir gehen hier vorne auf die Plattform, da auf die. Da von da aus kann man, glaube ich, besser gucken. Hören tue ich die Wölfe. Ah, ich muss meinen Kopfhörer wieder ganz aufsetzen.
Sonst weiß ich wieder nicht, von wo die Wölfe kommen. Das ist immer dieses Einohr, ist immer gefährlich. Ja, toll. Toll, jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Echt jetzt? Komm, lass mich hier hoch. Ich will Luki Luki machen. Luki Luki. Lass mal schleichen. Nicht, dass die plötzlich den Berg hochgerannt kommen. Und dass sie Dinge können, die ich nicht kann. Da ist einer. Da ist schon mal einer. Da ist noch einer. Zwei. Das ist ja super. Das ist ja super. Aber ich muss hier sowieso runter, ne? Da hinten, da geht's runter. Ja. Also hier, da, den Loot da, was da liegt, was auch immer da liegt, ein Typ oder was das ist, das kann ich wohl vergessen. Hier rein könnte ich wahrscheinlich, aber die Frage ist, wo gehen die hin? Oder laufen die hier nur dumm hin und her? Das wäre natürlich auch blöd. Ach, ich weiß nicht, da liegt, meistens liegt da ein Typ drin, ne? Da könnte sogar ein Gewehr liegen. Zur Not. Aber wenn ich erstmal hier unten bin, ja, dann müsste ich mich da durchschlagen. Wenn die mich nicht sehen. Aha. Wenn die mich nicht sehen. Ja, wir riskieren das jetzt mal, ne? Wir versuchen mal dahin zu kommen. Weil wenn wir hier weitergehen, da geht es auch berg runter. Da bin ich auf der anderen Seite von den Wölfen, aber da bin ich auch nah bei den Wölfen. Also müsste ich da auch irgendwie durch. Dann versuche ich lieber in den Waggon zu kommen und hinterher ein bisschen da in diesen Wald rein. Ja, was wird denn das hier, Opa? Was wird denn das hier für eine Nummer? Ja, schöner. Vorsichtig sein, schön aufpassen. So, ne, ich meine, wir wollen ja schnell weiterkommen, aber... Ja, ich weiß, es wird langsam wieder kalt, ne? Hier, hau dir mal noch hier so ein Dingensriegel rein. Ja, genau. Hat die den jetzt gegessen oder nicht? Ja, nein. Hat sie nicht. Ja. Ich weiß. Hier, da, trink noch was. Genau. So. Manchmal würde ich die gerne ausschalten, was die so erzählt, aber man hat nicht immer ein Auge da drauf, ne? Plötzlich sagt die, mir ist kalt und dann, wenn sie das nicht sagen würde und du siehst das nicht, ja doch, ich sehe ja doch, ich sehe doch immer, ich habe doch immer ein Auge da drauf eigentlich. So, ja, bin ich mal gespannt. Wir sind schon am Schleichen, okay. Wollte gerade sagen, wird Zeit zum Schleichen, aber wir schleichen schon. Ja, und dann werden wir uns versuchen, da irgendwie durchzukommen. Erstmal müssen wir ungesehen in diesen Waggon hier. Und schön wäre, wenn die Wölfe abhauen würden. In den Wald rein wieder. Also rechts da lang. Verstehst du, was ich meine? Das wäre schön. Hier ist keiner. Hier kann ich mal ein bisschen laufen. Obwohl, letztes Mal habt ihr ja gesehen, aus was für einer Entfernung der mich schon gesichtet hat. Dann schlage ich doch lieber. Hier würde ich gleich gerne hoch zu den drei. Zu den drei Dingens. Ihr wisst schon. Zu den drei von der Tankstelle. Noch geht es uns gut. Ertrinken haben wir, Essen haben wir. Na, da läuft er. Seht ihr? Da zwischen den Ästen. Gleich müsst ihr über die Äste müsst ihr erscheinen. Da läuft er rum. Beide. Da laufen sie beide rum. Na gut, wenn sie mich nicht sehen und ich hier rein kann, dann habe ich ja einer der Hauptlootstellen hier in diesem Bereich ja schon gelootet dann. Und jetzt liegt hier keiner. Das ist natürlich wieder typisch. Da ist schon mal nichts. Doch, da sitzt er. Ja, hört sich super an. Hört sich super an. Und dann haben wir hier Revolvermunition, Schusswaffen, Putzset. Super. Nix. Und... Eine gute Mütze. Besser als die wir haben. Was hat die? 97%. Okay.
Da kann es nicht viel besser sein. 1,5, 1,0, 2,0, 1,0. Okay. Ziehen wir also die Doppelmütze an. Jetzt ist die Frage, ob wir hier ungesehen rauskommen. Leider keine Waffe. Mann, 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 Mann. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht hingehen zu dem Typen, der da liegt. Da kommen wir sowieso nicht dran, weil die da nämlich rumheulen und rumeiern. Ja. Da brauchen wir nicht hin. Das schaffen wir nicht. Ja, ich weiß, dass der kalt ist, aber jetzt muss er halt durchhalten. Ich muss ja auch durchhalten hier. Gell? So, ich hoffe, dass ich hier hochkomme. Das wäre natürlich unfein, wenn das nicht ging. Weil der weiß, was ich meine. So. Dann versuchen wir uns hier durch die Bäume in die drei Dinger da rein zu. Ich meine, gut, das ist jetzt eine Lootstelle. Die haben wir jetzt nicht. Dann haben wir sie halt nicht. Da kannst du nichts machen. Oh, nicht, dass das zu steil wird. Dass ich hier überhaupt nicht hochkomme. Na? Na? Na komm schon. Geh hoch. Ach, echt jetzt? Für dein Ernst? Boah, ich komme hier nicht hoch. Ach. Ich will hier hoch. Los, lass mich hier hoch. Ich muss hier hoch. Ich kann nicht an den Wolf vorbeilaufen. Der beißt mir in denselbigen. Das geht gar nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier so die grobe Richtung wenigstens kriege. Dass ich bei den drei Wohnwegen da wieder auch rauskomme. Ja, also mit mal eben schnell ist jetzt gerade nicht. Ich muss hier schleichen, sonst habe ich die Wölfe mehr. Ah, ja genau, verstauchter Knöchel. Aber du musst jetzt eh nicht rennen. Und ein Stöchchen Knöchel, der verstaucht ist, der kann sich nicht verstauchen. Also von daher. Ach, kann man Bäume essen? Was für eine doofe Frage. Natürlich kann man Bäume essen. So, wir gehen jetzt hier rüber. Und dann müssen wir uns gleich ein bisschen rechts halten. Und dann müssten wir eigentlich da hinkommen. So, dann schauen wir mal. Also wir können jetzt gerade nicht rennen, ne? Aber hier können ein paar Bartschlechte mitnehmen. Obwohl, das ist eigentlich total der Luxus. Bei den Temperaturen. Wir frieren schon und der Opa macht Bartflechten sammeln. Das ist echt, weil man nichts liegen lassen kann, ne? Das ist ja wieder typisch. So, da noch mehr. Oh, kommt, die nehmen wir auch noch mit. Aber da muss gut sein, mehr sammeln wir hier nicht. So. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht vertue mit dem Weg. So, hier kann man vernünftig laufen. Das heißt, wir machen hier mal, genau, den Verband an den Fuß, damit es auch im Notfall rennen kann, genau. Weil hier sind ja auch Bären und Wölfe, natürlich. Wie überall. So. Jetzt hier lang und dann rechts und da müssten wir dann eigentlich dann dahin kommen. Wenn meine Orientierungssinn mich nicht komplett verlassen hat. Aber anscheinend hat er mich verlassen. Ich weiß gar nicht, was ich an Holz bei habe. Aber darunter, darunter, darunter ist er nicht. Lass uns mal hier wieder hochgehen. Lass uns mal hier gucken. Das scheint da runter. Ja, ich weiß, ist steil. Aber jetzt will ich nicht wieder den Knöchel verstauchen. Also bitte. Nicht übertreiben jetzt hier. Und nicht verlaufen vor allen Dingen. Oha. Verlaufen ist ganz übel. So. Wir müssen doch hier wieder, wenn wir rechts sind, müssen wir doch eigentlich da hinkommen, verdammt. Oder habe ich mich hier so getäuscht.
Man kann sagen, das sieht aus wie ein gefrorenes Wasser, ne? Ja. Guck mal, hier sind sogar Dingens. Drei Kolben hier, lass sie da stehen, wenn überhaupt. Wenn da überhaupt drei sind. So, mein Gott, ich glaube, ich habe schon ein bisschen die Orientierung verloren, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gehe mal hier lang. Obwohl ich glaube, die sind ein bisschen links, aber egal. Ich gehe jetzt mal hier lang. Da ist so ein umgeknickter Baum. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht irgendwo noch Wölfe. Ah, nein! Ja, dann lass uns mal rennen. Dann lass uns mal rennen. Vielleicht können wir ihn abhängen. Aua. Und ich wollte nur sagen, nicht, dass hier ein Wolf ist. Da kommt er. Da kommt er. Uah. Geh hoch. Geh hier hoch. Geh hier lang. Und hier lang. Ich glaube, hier kommt er nicht lang. Eieieiei. Und in die Hocke. Eieieiei. Jesus Maria. Da war der Wolf. Nein, nein, nein. Da liegt einer. Der hat auch dem Wolf begegnet. Und? Nix. Toll. Na toll. So, ja, die Federn heben wir jetzt nicht auf. Uns ist kalt, wir haben Hunger. Das geht nicht, wir müssen essen. Nicht mehrere rote Dingens auf einmal. Das ist nicht gut. Tja, und somit sind wir ganz raus, ne? Die drei Dinger sind weg. Die sind raus. Die sind auch aus dem Gedächtnis raus, jetzt wo die gerade sein könnten. Da ging es jetzt gerade nur noch ums Überleben, mehr oder weniger. Das ist ein See, das ist doch hier der Dingens. Der Pelzjäger. Das ist doch der See von dem Pelzjäger. Ach komm, echt jetzt? Du großer Gott, ey. Wo bin ich denn jetzt hingeraten? Ja, ich hätte jetzt da hingehen können, ne? Wenigstens zum Aufwärmen, aber das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht das, was ich wollte. Hoffentlich ist das jetzt nicht einmal um den Stein rum und auf der anderen Seite ist schon wieder der Wolf. Ah, und wir verlieren Zustand. Wir sind so bei gut 80%, wenn ich das richtig sehe. Mann. Auf einmal steht da der Wolf. Ja, genau. Super Sache. Super Sache. Naja. Tja. Grobe Richtung, ne? Aber mehr ist das hier auch nicht. Gleich gibt es Erfrierungserscheinungen und ach. All so ein Mist hier. Ja, ich weiß. War schon wieder Hunger, ey. Ja, genau. Was bist du denn für eine Kalorienverbrennmaschine im Augenblick? Ist ja unglaublich. Mann. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin, ne? Nur mal so nebenbei. Das war eigentlich so einfach. Wieso habe ich das denn nicht gefunden sofort? Wieso habe ich das denn nicht sofort gefunden? Da bin ich ja mal gespannt. Wir sind schon in einem kritischen Bereich, also ein Wolfangriff kann jetzt schon tödlich sein, wenn wir nur noch 80% haben. Gut, dass wir dem entkommen sind. Uah. Und da ist einer. Da ist ein Wolf. Seht ihr den?
Lass uns mal wegschleichen. Lass uns mal wegschleichen hier. Da liegt ein Reh. Ich kreis hier rum, ich eier hier rum, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich weiß nur, da ist ein Wolf auf dem Hügel. Und den will ich nicht begegnen, auf gar keinen Fall. Mann. Aber hier sind doch die Holzstämme, wenn die hier liegen. Da müsste eigentlich links von mir, müssten eigentlich die drei Dinger sein. Die drei Wohnwagen da irgendwo, wenn ich mich nicht irre, oder? Rodungsfläche, ja genau. Das ist ja super. Das ist ja super, Rodungsfläche. Guck mal, was er da hinten rumschleicht, ey. Mann. Ich glaube, ich stehe mal auf. Mal gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Der jault, der Wolf. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Echt jetzt. Da ist er. Ach komm, Leute. Ich bin hier eingekeilt von Wölfen. Nein. Lauf. Mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen. Ob wir eine Chance haben. Ich glaube nicht. Ich habe so das Gefühl, dass nicht. Ich glaube, hier geht es gleich zu Ende. Dem können wir wohl nicht entkommen hier. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn. Da hinten ist er. Echt jetzt. Ich muss irgendwo hin, wo ich ihn abhängen kann. Ja, die gehen ganz gemütlich, gehen sie vor sich hin. Genau. Aber hier kann ich ihn nicht abhängen. Hier vielleicht, da wo die Steine sind. Da habe ich vielleicht eine Chance. Da habe ich vielleicht eine Chance, den abzuhängen. Dass ich, wenn ich hier die Steine runterlaufe, dass er nicht nachkommt. Ich glaube, der ist weg. Oh, Leute. Ja, du hast ganz andere Probleme als dein Magen, der sich selbst verdaut. Meine Liebe. Wenn du nicht bald einen Unterschlupf findest. Mann. Also wie gesagt, null Orientierung gerade, ne? Keine Ahnung, wo ich bin und davon jede Menge. Ich gehe jetzt hier runter. Da ist ein Schild. Da ist die Rodungsfläche. Also muss ich hier runter. Aber da ist der Wolf. Dann möchte ich gerne hier hoch. Aber ich möchte vorher noch was essen. Unbedingt. Unbedingt muss ich noch was essen. Hau dir das hier rein. Ist egal. 900 Kalorien, genau. Und Wasser. Es geht nur ums Überleben gerade. Wir brauchen keine Reserven anhäufen. Wenn wir sterben, sind wir tot. So einfach ist das. Hier hoch. Dieses Schild. Ich meine, das Schild, das kommt mir doch bekannt vor. Ich meine, hier hoch, auf der rechten Seite muss das irgendwo kommen. Ey, zwei Wölfe hier schon wieder. Das ist unglaublich. Wie können die mir denn zwei Wölfe auf den Hals hetzen, das Spiel? Doofes Spiel, echt, ey. Mann. Und kein Orientierungsmann, kein Gewicht mehr aufladen. Du bist sowieso schon platt. Du kannst sowieso schon kaum wegrennen. Na gut, hier in die Steigung kommt der Wolf wahrscheinlich nicht. Ja, ist egal. Lauf weiter. Wir müssen hier durch. Das hat überhaupt keinen anderen Wert. Wir müssen hier durch. Ich hoffe, dass auf der anderen Seite gleich die drei Dinger zu sehen sind.
hoffe ich mal ganz stark. Dann können wir uns auch um die Verstauung kümmern. Sonst macht das wenig Sinn. Da sind sie. Ich fasse es nicht. Da sind sie. Da muss ich hin. Wenn wir unten sind, kriegst du eine Bandagung. Ah, echt jetzt. Das ist dein Ernst hier? Das ist dein Ernst? Freunde, ich glaube, wir haben es doch nochmal geschafft. Wenn hier nicht noch irgendwo ein Wolf lauert. Ja, ja, ich weiß, du brauchst eine Bandage. Mach mal. Hier, komm. Wo ist sie? Bandage für den Fuß. Damit du rennen kannst zur Not. Die letzten Meter. Oh, so kalt. Ja, ja, ich weiß, dass der kalt ist. Gott, oh Gott, ey. Und ich habe gedacht, das wird mal ein Spaziergang. Ich wollte noch bis zum Damm heute. In dieser Hälfte. Aber wie gesagt, das ist nur mal eben schnell. Ist nicht. Dafür ist es viel zu gefährlich. Naja, wir sind am Holzfällerlager, ihr Lieben. Wir gehen jetzt hier rein und speichern ab. Und dann muss ich erstmal tief, tief durchatmen. Und wir haben abgespeichert. Wir beenden die Folge an der Stelle. Wir haben eine Lampe, hurra. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Helmi. Tschüss.